Die Eltern haben auch gar nichts mehr dagegen. Das haben sie extra gesagt. Der Papa war froh, wenn du dich im Geschäft ein bisschen um was kümmern darfst. Ob du Taxi fährst oder in der Wirtschaft, das kannst du dann aussuchen. Hast du dich jemals gefragt, ob du mich überhaupt ernähren kannst? Ich die oder du mich? Münchner Geschichten. Ja, das war dann letztendlich der Ausschlag dafür, dass ich dann wirklich endgültig Schauspielerin geworden bin. Der Helmut Dietl hat mich sozusagen aus Afrika geholt. Ich war ein Jahr lang in Afrika mit dem Bus quer durch die Wüste und auch in Zentralafrika und mit Freunden und Studenten und war mir nicht sicher, ob ich Kindergärtnerin werden will oder Schauspielerei machen möchte, weil die Angebote zu der Zeit, was das Kino betraf, alle seichte Sexfilmchen waren oder so kleine Komödien wie Am Wörthersee mit Rudi Carell und Ilja Richter oder sowas. Das wollte ich alles nicht machen. Da war ich mir sicher. Aber als dann dieses Angebot kam und der Helmut das mehr oder weniger alle auf uns alle geschrieben hat und es dann so ein Erfolg war, war klar, ich bleibe bei den Brettern, die die Welt bedeuten. Er ist genauso gut wie der Leopard. Ja. Der schaut sehr gut aus, der Lux. Der gefällt mir. Was kostet denn der? 7,5 Millionen. Mark. Schweizer Franken, königliche Hoheit. Schweizer Franken. Ist da die Kanone mit dabei? Kanone ist immer extra, königliche Hoheit. Das ist viel Geld für einen Panzerreber. Da kriege ich ja schon fast einen gebrauchten Jagdbomber dafür. Das müsste Ihnen gar nicht sein, Jagdbomber, auch wenn er noch so schön ist. Wenn Sie meinen? Das war für mich ganz spannend. Ich musste nämlich mit einer Maschinenpistole auch schießen, die ausprobieren sozusagen. Das ist dann das Ende der Szene, dass ich also die ausprobiere und nicht mehr weiß, wie es ausgeht. Ich hatte so ein Ding noch nicht in der Hand bis dahin. Und das war spannend, ja. Wir hatten auch einen riesen Aufmarsch auf dem Promenadenplatz in München. Da wurde extra eine goldene Kutsche aus Köln geholt, 8 Pferde im Vorspann. Hunderte von Leuten, die dort Fähnchen schwingend mich begrüßen mussten und ich in der goldenen Kutsche. Das war schon eines der großen Bonbons in meinem Leben.